Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajovi. Eine E-Mail, getragen von der Angst, etwas zu verpassen, hat mich erreicht und ich will mich heute mal auf das dünne Eis der Spekulation begeben. Ist es schon Zeit für großflächige Einstiege in den Aktienmarkt? Ist der Bärenmarkt vielleicht schon vorbei? Was, so schreibt mir hier ein besorgter Anleger, wenn ich wieder die günstigen Einstiegschancen verpasse, die ich schon im Frühjahr 2020 verpasst habe? Nun, zum einen muss ich sagen, solange es noch solche von FOMO, also der Angst, etwas zu verpassen, getragenen E-Mails gibt, solange ist wohl psychologisch betrachtet der Bärenmarkt noch nicht vorbei. Generell muss ich aber sagen, finde ich die Fragestellung alleine schon etwas obsolet. Klar, es gibt immer Argumente, warum man jetzt ausgerechnet nicht kaufen sollte. Und das Totschlagargument in der Gegenwart ist zweifellos die geopolitische Lage. Die ist so explosiv und fragil wie letztmalig vor ziemlich genau 60 Jahren auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise. Damals stand die Welt am Rand eines Nuklearkrieges und es gab zwei große Mitwirkende, das waren die USA und die Sowjetunion. Heute allerdings haben wir mindestens ein halbes Dutzend an solchen Nuklearmächten, die alle mit nuklearen Waffen zündeln und gerne eine große weltpolitische Rolle spielen möchten. Weg von der großen Politik, hin zurück zu den Märkten. Vier Gedanken fallen mir ein, wenn ich die Frage beantworten sollte. Nämlich zum ersten, ich kaufe ja ständig. Ich unternehme also gar nicht den Versuch, den Markt zu timen, also zu schauen, haben wir einen Bärenmarkt, haben wir einen Bullenmarkt. Ich kaufe einzelne, und zwar aus meiner Sicht, nach meiner Einschätzung, unterbewertete, aber qualitativ hochwertige Unternehmen. Das schafft mir eine Sicherheitsmarge und ein Chance-Risiko-Verhältnis, das im Einzelfall zu meinen Gunsten ausgehen sollte. Natürlich kann ich mich dabei irren, aber gerade im aktuellen Umfeld gibt es ja Schnäppchen ohne Ende. Zum Zweiten, wenn wir schon den Gesamtmarkt betrachten, dann muss man ganz klar sagen, der ist immer noch zu teuer. Betrachten wir den S&P 500, dann notiert der aktuell bei einem Kursgewinnverhältnis von 17,81. Ein Kursgewinnverhältnis von 15 wäre günstig. Oder wenn man es umdreht, eine Gewinnrendite von 7% wäre erstrebenswert, gerade in dem derzeitigen inflationären Umfeld. Wir haben aber aktuell nur eine Gewinnrendite von 5,61%. Das ist der Earnings Yield, den diese Grafik hier oben rechts anzeigt. Die Kurse werden zwar möglicherweise nicht weiter fallen, aber die Rendite für die nächsten Jahre ist mit 0,1% doch eher mickrig. Der Gesamtmarkt ist für mich zwar irrelevant, aber er ist insgesamt eben immer noch zu teuer. Und da frage ich mich, warum ist der Gesamtmarkt so teuer? Das bringt mich zum dritten Gedanken, weil insbesondere die am höchsten kapitalisierten Werte des Index immer noch sehr teuer bewertet sind. Die 10 größten Werte des S&P 500 machen 25% des gesamten Index aus und sie sorgen dafür, dass dieser eben optisch teuer aussieht. Wenn man sich auf Finviz mal die 20 größten Unternehmen des S&P 500 nach Marktkapitalisierung auflistet, dann wird man feststellen, dass diese teilweise irre hohe KGVs haben. Die Wichtung übrigens der einzelnen Unternehmen, die kann man sich anschauen, real-time im Internet, auf der Seite von slickchart.com. Ich packe mal einen Link unter dieses Video. Was aber am aktuellen S&P 500 auffällt, das sind die derzeit sehr hohen KGVs der großen Werte. Das sind auch die hohen KGVs für die Zukunft und die Kosten für zukünftige Gewinne, also das PEG, das Price-Earnings-Growth-Ratio, die liegen nämlich fast durchgängig im teuren Bereich, also deutlich über 1. Zur Erinnerung für alle die, die nicht wissen, was es mit dem PEG auf sich hat, wenn ich ein Price-Earnings-Growth-Ratio von 2 habe, wie beispielsweise bei Microsoft, dann bedeutet das, dass ich für einen zukünftigen Dollargewinn doppelt so viel bezahle wie für einen aktuellen Dollargewinn bei Microsoft.
Aktuell habe ich mit einem KGV von 26, heute schon $26 für einen Dollar Gewinn zu berappen. Und bei einem Pack von 2 bedeutet das, dass ich für einen zukünftigen Dollargewinn $52 bezahlen muss. Das ist ziemlich teuer. Und da stellt sich dann die Frage, wie soll denn ein Unternehmen, das heute schon 1,7 Billionen Dollar Marktkapitalisierung und 200 Milliarden Dollar jährlichen Umsatz ausweist, jährlich um 13% wachsen? Das würde ja bedeuten, dass sich der Gewinn in gut 5 Jahren verdoppelt. Das ist zweifellos nicht unmöglich, aber es ist hochgradig unwahrscheinlich, denn dann müsste die halbe Welt bei Microsoft einkaufen. Allerdings auch die anderen Unternehmen, wie beispielsweise eine Apple, eine Google, eine Amazon, eine Tesla und Co., die rechnen ja mit den gleichen Gewinnwachstumsraten. Wo soll bitte schön das ganze Geld herkommen, das diese Firmen verdienen wollen? Und das bringt mich dann zum vierten Gedanken und da schließt sich der Preis. Ob der Bärenmarkt vorbei ist oder nicht, ist mir letztendlich egal. Die Indizes, die ETFs, die gehen möglicherweise wegen der hohen Bewertung und der Bewertungsproblematik der Dickschiffe harten Zeiten entgegen. Für den ETF-Investor stellt sich jetzt wirklich die Frage nach dem Durchhaltevermögen, denn jetzt kommt die Zeit, wo man seinen Sparplan eisern durchhalten muss. Es gibt aber genügend Unternehmen, genügend Perlen, die zu Unrecht, aus meiner Sicht zumindest, mit in den Keller gerissen wurden, die hervorragende Aussichten haben, weil die Unternehmen viel kleiner sind und viel besser wachsen können, günstig bewertet sind und eben auch hervorragende Entwicklungsperspektiven haben. Vor 2 Jahren musste man solche Unternehmen noch mit der Lupe suchen. Heute werden sie einem praktisch auf dem Grabbeltisch im Schlussverkauf angeboten. Und wenn man wie Warren Buffett handelt, dann ist jetzt aus meiner Sicht die Zeit, gierig zu sein, weil viele andere ängstlich sind. Aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Jeder muss selber entscheiden, wann, wie viel und was er kaufen möchte. Jeder passt nämlich auf sein Geld bitte schön selbst auf. In diesem Sinne wünsche ich jedem viel Erfolg. Tschüss, euer Nils Gajowi.